Auf dieser Insel liegt ein gemeiner Fluch. Ich bin vor einiger Zeit hier gestrandet und so wie es aussieht, gibt es kein Entkommen. Meine Vermutung ist, der Fluch hat etwas mit dem Monster zu tun, das in den Tiefen der Höhle lebt. Heute rüste ich mich aus und mache mich auf, genau diese Höhle zu erkunden. Dabei stoße ich auf ein schweres Rätsel und brutale Gefahren. Guten Morgen. Wir haben eine klare Aufgabe, wir müssen einen Fluch brechen. Und ich vermute, dass die Dorfbewohner hier ein bisschen mehr über das Ganze wissen als ich. Schließlich sind sie länger hier und wissen vielleicht, wie man den Fluch der Insel brechen kann. Beziehungsweise haben die ein oder andere Entdeckung gemacht, die ich noch nicht getan habe. Aus dem Grund marschiere ich zu den Häuptlingen und wir schauen mal, ob es irgendwelche Infos für mich zu holen gibt. Hallo, tapferer Krieger. Was bringt dich zu uns? Frag doch nicht so blöd. Er muss den Fluch für uns brechen, sonst landet er... Am Marterpfahl. Ja, ich weiß ja. Ganz genau. Habt ihr vielleicht irgendeinen Hinweis für mich? Sprich am besten mal mit Theodor. Er war schon mal unten und kann dir vielleicht helfen. Ja, klar, kenne ich. Hab ich geheilt. Ich schau mal zum Theodor. Dankeschön für euren Hinweis. Okay, wir sollen mit Theodor sprechen. Theodor haben wir zuletzt von der Zombie-Seuche geheilt. Da war er noch da unten im Käfig, aber da ist er jetzt nicht mehr. Ist Theodor schon irgendwie unterwegs hier? Hallo? Bist du Theodor? Nein? Weißt du, wo Theodor ist? Nein. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ah ja, bevor ich lang suche, wir können ja auch mal unser Hirn anschalten. Theodor war krank und hatte die Zombie-Seuche. Ich habe ihn zwar geheilt, aber vielleicht erholt er sich ja noch beim Medikus. Und das Gebäude vom Medikus haben wir neu errichtet hier unten. Grüß dich, Robinson. Hallo, klopf, klopf. Theodor! Krokodilati, was sagt ihr mir? Ihr wart mein Retter. Naja, ich war der Laufbursche. Die Heilung haben wir dem Druiden zu verdanken. Ah ja. Der gute Druide. Aber sag schon, warum suchst du mich auf? Die Häuptlinge meinten, du warst schon mal unten bei dem Fluch. Ich möchte den Fluch brechen und können jede Hilfe gebrauchen. Da gehe ich nie wieder hin. Aber helfen werde ich dir trotzdem. Ich verdanke dir schließlich meine Gesundheit. Wer weiß, ob einer von den anderen hier mutig genug gewesen wäre, um den Druiden zu suchen. Pass auf, ich kann das Dorf und dieselben Gesichter eh nicht mehr sehen. Bau mir noch ein kleines Hütchen bei dir mit einem kleinen Bogner-Werkstatt und dann sprechen wir weiter. Du bist Bogner? Ja! Da, wo ich herkomme, war ich sogar einer der Besten. Das hört sich fantastisch an. Ich habe nämlich meinen Bogen verloren. Das heißt, ich brauche bei Gelegenheit einen neuen. Ich mache mich ans Werk. Komm einfach in ein paar Tagen nach, okay? Alles klar. So machen wir es. Das heißt, mein Job hier im eingeborenen Dorf ist erstmal erledigt. Ihr wisst, was das heißt. Wir springen die Klippe runter und setzen uns ins Boot. Wie ich es geschafft habe. Okay. Dann düsen wir mal zurück zur Base. Einmal zurück am Treibgutstand. Wir legen wieder hier an und sammeln natürlich gleich wieder Treibgut auf. Aber ich weiß, ich kann ja mit dem Schiffchen. Heute meint's der Strand gut mit uns. Das sieht ja ganz fantastisch aus. Muscheln? Oh, wir hatten schon Muscheln im Inventar. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir gerade gesammelt haben. Egal. Es ist auf alle Fälle eine Menge Holz da. Boah, wir haben schon über einen Stack Dark Oak. Sehr gut. Das kommt uns gelegen, schließlich wollen wir an der Base weiterbauen. Wir sollten auch direkt die Planung angehen, wo wir denn am besten jetzt den Bogner hinbauen. Aber ich habe so eine ganz grobe Idee. Schließlich hatte ich ja zuletzt schon mal überlegt, wie ich mit meiner Base weiter verfahren kann. Und jetzt stehen wir auch schon perfekt. Denn mein Plan wäre es, hier irgendwie zwischen rein zu gehen. Dass ich von der Plattform hinübergehen kann auf die nächste und von der dann wieder rauf zu dem, wo Wilhelm und Boris schlafen. Mir werden aber die Materialien höchstwahrscheinlich nicht ganz ausreichen. Deswegen würde ich zuallererst mal Materialien beschaffen gehen. Auch Bambus ist angeschafft, bisschen über drei Stacks sogar. Das war perfekt, das reicht. Dann können wir uns jetzt wirklich so ganz langsam ans Bauen und Planen machen. Andersrum, Planen und Bauen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein weiteres Gebäude steht. Es fehlen noch ein paar Sachen. Ich erzähl's euch gleich. Hopp mal mit runter. Hab einmal die Leiter runtergefallen und dann haben wir hier einen Arbeitsplatz. Na, vielleicht noch eine Laterne dazu. Und vor allem fehlt noch der Bognertisch. Den müssen wir noch beschaffen. Ich habe zwar zwei Gravel, aber keinen Flint und es war mir jetzt zu anstrengend. Wir müssen eh noch etwas anderes organisieren. Dazu komme ich gleich. Erstmal, das ist die Bude. Da kommt noch ein Bett rein. Das ist nämlich die andere Sache, die wir noch organisieren müssen. Hier außen ist aber nur ein bisschen Zeug gelagert und natürlich wieder den perfekten Meerblick. Ihr merkt schon, alles so ein bisschen gestaffelt, dass jeder einen wunderbaren Blick genießen kann. Gut, der Schmied hat jetzt vielleicht nicht den besten Blick, aber der muss sich ja auch intensiv auf seine Arbeit konzentrieren. Wie siehst du das, Wilhelm? Ja. Alles gut. Ja, du hast Bergblick. Bergblick ist auch was Feines. Bevor ich jetzt wieder lang ratsche, machen wir uns direkt auf
zur Spinnenhöhle, um Fäden zu besorgen für Betten. Und dann suchen wir uns die nächstbeste Kiesquelle, um Flint zu holen, oder? Hört sich doch vernünftig an. Dann können wir hier nämlich alles fertig machen. Wenn ich so mitten durch den Wald stiefel, habe ich eigentlich irgendwie gar keine Ahnung, wo diese Spinnenhöhle war. Sagt er und kam direkt bei der Spinnenhöhle raus. Nein, schade. Ein Gravel, aber Kohle. Und Kohle geht mir auch aktuell ein bisschen aus. Die beschaffe ich auch direkt mal. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir direkt Kohle mit. Wir haben ja kein Fortune, also Glück auf unserer Spitzhacke. Und schaut mal, wie viel Kohle wir jetzt aus dieser einen Ader rausbekommen haben. 48 Stück. So stelle ich mir das vor. Kies habe ich auch gefunden. So, da werden wir jetzt ein bisschen Umgebung verschandeln, aber es wird sich hoffentlich rentieren. Einen Flint haben wir schon. Ja, 2 Stück. Mehr brauchen wir gar nicht. Nächste Aufgabe abgehakt. Das ist irgendwie so ein schönes Szenario, oder? Der Lush Cave, dann die schneebedeckten Dinger da. Blick hinaus durch diese Spalte. Finde ich gut. Und da unten ist die Spinnenhöhle. Ich habe sie entdeckt, aber da ist noch nichts fertig ausgeleuchtet. Da könnten wir noch ganz schön Probleme kriegen, glaube ich. Ich habe mir gerade einen unter meinem Haus in der Spinnenhöhle. Wären da noch Fäden gewesen? Na, jetzt ist es zu spät. Hä? Wie? Wie? Wir brauchen 12 Schnüre, dann können wir hier auch wieder raus. Ich wollte da eigentlich nur eine Fackel platzieren. So, jetzt bin ich gleich Geschichte. Auf dem einen habe ich eine Fackel. Raus hier. Muss ich nur auf andere Monster auch aufpassen, dass ich nicht von hinten irgendwas überrascht. Lush Cave und Monster versteht sich irgendwie noch nicht so gut. Eine String noch. Wir gehen so ein paar mehr mitnehmen, sicherheitshalber. Raus, raus, raus. Wir haben alles, was wir brauchen. Mehr als genug. 22 Stück. Ich habe keine Lust mehr. Ciao, es war schön. Regen vorbei, neuer Tag, Bett war sehr gemütlich. Jetzt aber an die Arbeit. Was habe ich gesagt, was wir brauchen? Wir brauchen zum einen ein Bett und zum anderen den Fletching Table, also den Bognertisch. Den haben wir schon mal. Und jetzt basteln wir noch, jetzt basteln wir noch ein Bett. Dafür brauchen wir als allererstes Wolle. Machen nur so viel wie nötig. Weißes Bett und dann checken wir mal noch nach Farbstoff. Gelb, oder? Ja, gelb hört sich vernünftig an. Und dann platzieren wir mal die ganzen Sachen. Einmal der Bognertisch hier hin. Oh, Theodor! Grüß dich! Da bist du ja! Du hast mir ein schönes Zuhause gebaut. Danke! Sehr gerne! Ich habe auch etwas für dich. Kann es sein, dass das dir gehört? Du hast mir einen Bogen? Das ist Opas alter Bogen? Wo hast du den denn gefunden? Oh, der ist ja so gut wie neu! Ich habe ihn auf einem meiner Rundgänge am Strand gefunden und da mitgenommen. Hör und vergessen, dass ich ihn hatte. Aber als du sagtest, du hast deinen alten Bogen verloren, da habe ich mich wieder erinnert und den Bogen repariert und ein bisschen verbessert. Was sagst du? Ein bisschen verbessert? Power 6 Unbreaking 4? Das ist ja unschlagbar. Mega gut. Dankeschön. Bitte, bitte. So, aber du willst ja zu dem Monster hinunter, richtig? Ein Monster? Ja, irgendwie. Und irgendwie taucht es auf und ist gnadenlos. Mit Axt und Schwert lässt es sich nicht besiegen. Wir wollten herausfinden, was das ist und ob es für den Fluch verantwortlich ist. Aber die Expedition endet in einem Massaker. Wenn ich da jemals nochmal runtergehen würde, dann würde ich 2 Dinge unbedingt mitnehmen. Und was wären diese 2 Dinge? Wolle, um sich leise zu bewegen. Und Schneebälle, um die Aufmerksamkeit dieses Ungeheuers von dir wegzulenken. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Aber Wolle ist hier schon ein bisschen knapp und ich war gerade erst in der Spinnenhöhle. Das macht echt keinen Spaß. Ach was? Du hast die Bergschafe im Westen der Insel wohl noch nicht gefunden. Bergschafe? Nope, habe ich noch nicht gefunden. Besorge mal diese 2 Dinge und komm danach mal zu mir. Ich richte in der Zwischenzeit die Werkstatt ein. Bester Mann! Danke dir. Lass dir halt, dein Bett habe ich noch. Ne? Dein Bett habe ich noch. Mach's dir gemütlich. Im Westen der Insel Bergschafe. Okay, ich würde sagen, die holen wir uns. Also nicht die Schafe, die Wolle der Schafe. Oh Gott, wir müssen wirklich voll über den Berg drüber. Oi, 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 oi. Los geht's. Kletterausrüstung hätte ich mir mitnehmen sollen. Oh, und ein bisschen Erde nehmen wir ins Inventar, falls wir uns irgendwo hochstecken müssen. Ob wir durch den Berg hindurch... Keine Experimente. Oh, der Fluss, der geht bis nach oben. Das kommt mir sehr recht. Wie so ein Lachs, der die Flüsse hinaufspringt. Über den Wolken. Ah ja, es geht ja noch weiter rauf. Und Eisen gibt es in den Bergen ohne Ende. Aber ich habe, glaube ich, schon ein Bergschaf gefunden. Nice. Theodor hatte recht. Ah ja, und Schneebälle müssen wir mitten hier bringen, hieß es, ne? Hab 4 Stacks. Ein Bergschaf, tatsächlich. Danke für deine Wolle. Hast du noch Kollegen irgendwo? Ja? Ich geh mal schauen. Hier ist weit und breit keins. Ich geh mal weiter Richtung Westen. Okay. Hier sind keine mehr. Ich hoffe, das war nicht das Einzige. Weil das findet da oben kein Gras, um die Wolle nachwachsen zu lassen. Es muss erst wieder runterkommen vom Berg. So, also wenn ich ein Bergschaf wäre, wäre ich eher hier in der Gegend, wo es grüne, saftige Hänge gibt. Oder natürlich dort, wo es keine grünen, saftigen Hänge gibt, auf der gegenüberliegenden Seite. Aber das sieht mir eindeutig nach dem aus, was ich suche. 1, 2, 3, 4,
Fantastisch. Ja, guten Tag, Bergschaf. Oh, großzügig. 3 Wolle, die sind alle großzügig. Vielleicht haben Bergschafe mehr Wolle, weil es bei denen immer kühler ist. Ja, bisher, das hätte ich schon wieder eins mit 3. So mag ich das. Das eine hat nur 2. Na gut. Okay, aber rein theoretisch wäre es doch eigentlich klug von mir, jetzt mit dem Schiff außen rum zu fahren, anstatt oben über den Berg drüber. Ich baue uns ein Schiff. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung es schneller geht. Ich entscheide mich einfach hier. So, so herum. Und da wären wir auch schon am guten alten Treibgutstrand. Oh, und es wurde auch schon wieder was angetreibt. Ich weiß, es heißt nicht angetreibt, es heißt angetrieben, aber es ist der Treibgutstrand und nicht der Triebenstrand. Ich sollte die Klappe halten. Ich sammle mal alles ein. Ah, Gott, ich dachte mir, ich höre Schritte, irgendwer verfolgt mich. Schaut mal, was da alles aus dem Wald rauskommt. Hallo? Hallo? Nachts ist hier echt einfach gefährlich. Puh, okay, überlebt. Noch was? Ja, tatsächlich, noch was. Was hat denn er dabei? Okay, doppelten Grund, dich umzuhauen. Was hast du? Eine Flaschenpost? Okay, erst den Treibgutstand aufräumen, dann in Sicherheit und dann schauen wir uns an, was die Flaschenpost zu bieten hat. Wie gut. So, dann wollen wir mal die Flaschenpost aufmachen. Eine Flaschenpost für Kroko. Von Mini-Kroko? Hallo Papa, ich hoffe, die Nachricht erreicht dich. Die Mama meinte, dass du den Räuberhauptmann jagst. Das finde ich super. Kannst mir von der Reise irgendwas mitbringen? Dankeschön und bis bald, Mini-Kroko. Na klar bringe ich ihm was mit. Ich meine, wir haben aktuell die Schwierigkeit, dass wir hier noch feststecken. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier runterkommen. Und natürlich bringen wir was mit. Wir dürfen es bloß nicht vergessen. So eine Muschel wäre schon was Feines eigentlich, ne? Ich habe hier auch ganz schöne Kostbarkeiten. Ich meine, ich kann doch hier sogar, die kann ich sogar einpacken. Ich kann ihm eine ganze Flasche mitnehmen. Wir dürfen uns aber nicht ablenken lassen, denn wir müssen unbedingt nach diesem Fluch schauen. Und dafür haben wir Schneebälle und Wolle besorgt. Geben jetzt Theodor Bescheid. Theodor, ich hab alles beinand. Dann sei bitte ganz vorsichtig und mach keine Dummheiten. Solltest du dort unten über meinen Bogen stolpern, nimm ihn bitte mit. Ich habe ihn vor Schreck bei einer Kiste liegen lassen. Aber riskiere nichts dafür. Der Bogen ist nicht dein Leben wert. Alles klar. Wünsch mir Glück. Ich glaube, ich kann's gebrauchen. Wolle, Schneebälle. Okay, und dann ist Aufbruch angesagt. Dort, in dieser Höhle, beginnt unsere Reise und wir erkunden zum ersten Mal den Fluch der Insel. Okay, wir nähern uns dem Höhleneingang und rein da. Und ein Sprung ins Wasser. Oh, Wasser nicht getroffen, das fängt ja fantastisch an. Sah das schon immer so aus oder bilde ich mir gerade ein, dass das krasser geworden ist? Das ist doch deutlich krasser geworden, oder? Minimal gruselig. Also meine Reise, dachte ich mir, beginnt hier. An der Stelle, wo immer alle geopfert wurden und wo es weit, weit in die Tiefe hinuntergeht. Ich würde da einfach einen Wasserausgang machen und wir begeben uns dort hinein, wo sonst niemand mehr lebend rausgekommen ist. Da ist ja eine Riesenhöhle hier unten. Und eine ganze Stadt. Das bedeutet nichts Gutes. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin noch nicht mal annähernd irgendwo und habe schon so ein Ding ausgelöst. Kisten, die checken wir aus, weil irgendwo hat er gemeint, liegt sein Bogen. Und dann suchen wir nach Indizien, was hier los ist. Da scheint irgendein Schrein zu sein, da müssen wir auf alle Fälle hin. Habe ich den zum zweiten Mal ausgelöst? Wirklich? Da vorne ist noch einer, den würde ich auch gern beseitigen. Nichts ausgelöst. Gott sei Dank. Das da wäre mein erster Stopp. Frag mich nur, wie ich da runterkomme, ohne weitere von diesen Dingern auszulösen. Da hinten ist der nächste. Da vorne wäre ganz viel Wolle. Ich hätte doch eine Schere mitnehmen sollen. Okay, dann schauen wir mal zu der Kiste hoch, ob da irgendwas ist. Nope. Nope. Ich hoffe, sie löst nichts aus. Unendlichkeit für einen Bogen. Swift Sneak, damit wir schneller unterwegs sind. Und Kohle. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Logischerweise. Ob wir es dann brauchen, ist eine andere Geschichte. Und das wäre auch ein schönes Mitbringsel für meinen Junior. Nicht überlebend rauskommen. Okay. Das haben wir abgecheckt. Dann lasst uns mal hier die Übersicht nutzen. Überall sind diese Shrieker. Da vorne ist die nächste Kiste. Würde ich doch gerne hin. Und dann würde ich mir den Weg zum Schrein irgendwie erarbeiten. Da unten ist nichts. Okay. Gut, diese Ecke werde ich meiden. Da sind ganz viele. Aber ich muss da einmal irgendwie rüber und will nicht die ganze Wolle für einen Weg verballern. Lass mich schauen, dass wir hier runterkommen. Weil da sind auch ganz viele von diesen Empfängern. Glück gehabt. Und die Leiter geht gar nicht bis ganz hoch. Wir hätten doch den Weg rüberbauen sollen. Wir riskieren wieder die Kiste. Hat funktioniert. Smite, Löcke und einen Regenerationstrank. Das finde ich gut. Okay, wir bauen die Wolle wieder ab. Wir brauchen so viel Wolle. Fledermaus. Die Fledermaus sendet zwar Signale, aber die werden nicht an die Shrieker gesendet.
Das ist gut zu wissen. Wir haben nämlich eigentlich vor, hier länger zu überleben. Dann schleichen wir uns in die Richtung davon. Wir wollen da hoch. Wir müssen irgendwie in diese Festung hineinkommen, ohne dass wir noch mehr auslösen. Sehr gut. Hier ist Teppich. Hier kann ich mal ganz kurz entspannen und etwas normaler laufen. Du hast mich erschreckt. Die Straßen sind verlassen. Schon lange lebt niemand mehr in dieser Festung. Alles Lebewesen wurde vom Fluch heimgesucht. Okay. Ja, schöne Geschichte. Aber ich versuche nur meine Angst hier zu überspielen. Merkt ihr vielleicht? Was ist hier passiert? Aber hier sind auch keine Shrieker. Das ist ganz angenehm. Sehr gut. Jetzt sind wir bei diesem Portalschrein irgendwie. Aber hier scheint auch, das ist eine Kiste. Sehr gut. Hier scheint irgendwie ansonsten nichts zu sein. Blühen wir die Kiste. Oh, ein goldener Apfel. Und ein seltsames Papier. Im Papier befinden sich fremde Schriftzeichen. Okay. Das sagt mir gar nichts. Aber wenn ihr dieses Rätsel lösen könnt, schreibt mir in die Kommentare, was dort steht. Denn dann könnt ihr mir helfen, weiterzukommen. Viel Spaß beim Rätseln. Das haben wir uns angeschaut. Vielleicht gibt das uns einen Hinweis darauf, wie wir hier vorgehen können, um den Fluch zu brechen. Ich vermute es einfach mal. Oh, ich habe schon wieder das ausgelöst. Ich muss vorsichtig sein. Aber es war kein Shrieker. Ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen weiter. Weil ich möchte schon noch den Bogen vielleicht finden. Weil aktuell scheint es ja recht friedlich hier zu sein. Und noch mehr. Boah, ich dachte gerade, da steht was. Ey, wie viel? Ey, das sage ich sicher nicht nein. Herzlichen Dank. Da vorne war noch mehr, ne? Schauen wir mal, was da an dem Wolle versteckt ist. Und dann schauen wir da vorne nach den Diamanten noch. Hallo? Ist einfach nur ein Wolle-Lager, wie es ausschaut. Ey, hier schauen wir, wieder da hinten ist so ein Shrieker. Ansonsten sind wir hier relativ sicher. Ich würde sagen, wir checken die Diamanten auf alle Fälle aus. Ich glaube, das ist weit genug weg. Wir finden es raus. Ey, wenn sich das hier unten nicht rentiert hat. 15 Diamanten. Gar nicht gut. Nehme ich da runter. Da fallen lassen, ja. Okay. Darf das Ding nicht berühren, weil dann löst es aus. Und da sind 1, 2, 3 und... No way. Das ist ja wieder typisch. Hier hat er seinen Bogen verloren. Okay, wartet mal. Wenn ich das so mache. So und... So. Jetzt, ich mache eine doppelte Wand. So. Löst die jetzt was aus? Oh ja, sie löst was aus. Schnell alles mitnehmen. Und Pass ist ja auch drin. Oh, schnell den Bogen. Ich hab nichts mehr, keinen Platz mehr. Wir haben Theodors Feuerbogen. Oh, 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 irgendwas habe ich falsch gemacht. Jetzt ist, oh, oh. Ich sehe halt nichts. Oh, doch. Oh, 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 und raus hier, 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 raus hier.